Das Ford-Werk in Saint-Louis mit über 15 Millionen produzierten Autos, 5000 Beschäftigten aus 40 Nationen, 800 Frauen und über 700 Grenzgängern ist ein lebendes Beispiel für Gleichberechtigung, Vielfalt und grenzüberschreitende Freundschaft. Das Werk arbeitet eng mit Universitäten und dem Deutschen Forschungszentrum für künstliche Intelligenz zusammen. Ich mitarbeite der Personalabteilung. Dabei bin ich für den wichtigsten Erfolgsfaktor im Unternehmen zuständig. Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Engagierte, qualifizierte und motivierte Mitarbeiter sind für mich neben innovativen Produkten der wichtigste Pfeiler für ein erfolgreiches Unternehmen. Im integrierten Innovationszentrum werden neueste Innovationen aktiv vorangetrieben. Die interne Ausbildungswerkstatt ist die Basis für eine hochqualifizierte Belegschaft, die zu über 80% aus Facharbeitern besteht. Mit seiner Lage im Herzen Europas befindet sich der Standort direkt an den wichtigsten Absatzmärkten und ist damit die beste Wahl für eine ressourcenschonende und effiziente Logistik. Perfekte Infrastruktur dank direkter Bahn- und Autobahnanbindung. Innovative Industrie 4.0 Konzepte und Digitalisierungsprojekte sorgen für eine kontinuierliche Verbesserung des Werks. Automatisierte Intralogistik treibt das Ziel einer kosteneffizienten Produktion voran. Kollaborative Roboter arbeiten eng mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zusammen und sorgen so für größtmögliche Akzeptanz in der Belegschaft. Was ich an unserer Belegschaft besonders mag, ist, dass wir eine gemeinsame Zukunftsvision haben, für die wir jeden Tag hier gemeinsam einstehen. 5000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus über 40 Nationen arbeiten seit über 50 Jahren in diesem Werk, zum Teil schon in der dritten oder vierten Generation. Es erfüllt mich mit großer Freude, dass ich Teil dieses innovativen und flexiblen Teams hier in Saint-Louis sein darf. Durch vorausschauende Investitionen wie die Implementierung der Hotforming-Anlagen werden Qualität und Effizienz kontinuierlich gesteigert. Hocheffiziente Warmformpressen nutzen die Hightech-Version eines uralten Handwerks, um widerstandsfähige Teile aus Boronstahl zu formen, dem härtesten Stahl, der je in der Automobilindustrie eingesetzt wurde. Die Weiterverarbeitung durch automatisierte Laserschneideanlagen ist eines der technologischen Highlights des Werks. Auch Laserschweißen wurde bereits vollständig eingeführt. Durch den Einsatz von Big Data und Industrie 4.0 Anwendungen werden Live-Kennzahlen und Störungen direkt auf Großbildschirmen und Mobiltelefonen angezeigt. Ein 5G-Netz ist bereits in Planung. Der Supplier Park ist mittels Fördertechnik direkt an die Montagelinie angebunden. Die Qualitätskontrolle mit automatisierten optischen Messeinrichtungen ist der neueste Stand der Technik. Vollautonomes Fortbewegen der Fahrzeuge zum nächsten Wertschöpfungsschritt ist eine der großen technischen Innovationen, deren Einführung derzeit in der Endmontage erprobt wird. Durch die Produktion des ersten Ford-Elektrofahrzeugs in Europa im Jahr 2013 sowie durch die Reparaturen an Mach-E- und Plug-in-Hybriden haben die Mitarbeiter in Saint-Louis bereits bedeutendes Know-how im Bereich batterieelektrischer Fahrzeuge aufgebaut. Als Werkleiterin arbeite ich mit meinem Team intensiv an einer gemeinsamen Vision. Unser Werk soll nachhaltiger werden. Wir wollen Vorreiter beim Thema Energieeffizienz sein und innovative Ansätze verfolgen. Dabei gibt es für mich und mein Team keine Grenzen. Durch die Zukunftsvision eines CO2-neutralen Werks rückt die verstärkte Nutzung erneuerbarer Energien im Werk Saint-Louis immer mehr in den Fokus. Die Einführung von Gigapressen wäre ein wichtiger Schritt in die Zukunft, um Komplexität und Kosten weiter zu reduzieren. Die geplante Matrix-Produktion würde Saint-Louis zudem zu einer der modernsten Produktionsstätten in Europa machen. Die Saarländische Landesregierung, sie steht einmütig, sie steht geschlossen hinter dem Standort Saint-Louis. Ebenso einmütig und geschlossen sagt sie dem Ford-Konzern jedwede mögliche Unterstützung zu. Das Saarland bietet Ford alles, was das Unternehmen für eine erfolgreiche Zukunft braucht. Wir sind Autoland, wir sind Ford. Wir sind Ford. Wir sind Ford. Wir sind Ford. Wir
sind fort. Wir sind fort. Wir sind fort. Wir sind fort.